Neue Folge Stranded Deep hier auf Let's Multiplayer. Bevor es gleich losgeht, schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare rein, wer ihr seid und wo ihr so herkommt. Also zum Beispiel in meinem Fall wäre das jetzt, ich bin Florian und komme aus der Nähe von Hamburg. Das würde uns sehr, sehr freuen. Wenn euch das Video gefällt, was ihr gleich sehen werdet, dann lasst gerne ein Like da, einen Daumen nach oben. Und falls ihr es nicht getan habt, abonniert uns sehr gerne. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Stranded Deep hier auf Let's Multiplayer. Ja, nachdem wir jetzt die Fische gefangen haben, wollen wir natürlich auch noch ein bisschen was futtern. Ja, ist natürlich ganz klar, vollkommen normal, dass wir auch Hunger haben und ein bisschen überleben wollen. Wir haben immerhin uns sämtliche Knochen gebrochen, als wir hier jetzt gerade runtergesprungen sind. Und wie gesagt, der Bezos, übrigens ein sehr netter Typ, ich habe den Kanal von ihm. Der kommt unten noch mal in die Kommentare rein. Wirklich sehr, sehr nett. Macht auch sehr schöne Videos, wie ich finde. Sehe ich auch gar nicht so als Konkurrenz unbedingt an. Also das auf keinen Fall. Also das wäre doof. So, wir bauen jetzt nämlich einen wunderschönen Barbecue-Grillplatz. Und dazu brauchen wir Foundations. Und um Foundations zu bauen, ist auch gleich ein schöner Anfängertipp, brauchen wir einen Hammer. So, können wir uns bauen, zwei Rocks, ein Stick und ein Rope. So, hier liegt der Hammer. Da. So, a Hammer in the morning und so. Gucken wir, ob wir erstmal, so, Foundation. Wir müssen ein bisschen schauen, ob wir genug Platz haben hier. Wie zum Beispiel hier auf der Fläche sieht das zum Beispiel wunderbar aus. Die setzen wir jetzt einfach mal hier hin. Die erste Foundation. So, dann bauen wir uns einen richtig geilen Grillplatz. Und dann zeige ich euch mal gleich, dass man auch richtig, richtig geil kochen kann. So, hier nochmal einen ran. Dann brauchen wir hier noch einen. So, zack. Gucken, ob wir überhaupt genug Sticks haben. Für die ganze Aktion. So, hier nochmal einen ran. Na, da haben wir nicht mehr genug Sticks. Da müssen wir gleich noch ein paar Sticks uns ranschaffen. Oder haben wir doch noch genug? Mal gucken, haben wir hier noch Sticks liegen? Sticks, Sticks, Sticks. Sticks, Sticks, Sticks. Nein, da hinten sehen wir schon die Einzelteile vom Motor. Da bauen wir nachher auch nochmal schön das Motorboot. So. Habe ich nicht vorhin noch eine Axt gemacht? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich eine Axt gemacht habe. Doch, doch, bei mir hier ein Messer. Sehr schön. Damit werden wir jetzt erstmal nochmal ein paar Bäume schnell fix fällen. Hatten wir schon einen fertig gemacht? Ich glaube noch nicht. Doch, werden noch einen Baum. Nee, haben wir noch nicht. Wir haben eben gerade nur Kokosnüsse geholt. So. Dann hacken wir den Palm Tree jetzt hier einfach mal ab. Je nachdem, wie lange das dauert. So. Zack. Da liegt der Baum auch schon am Boden. Nein, wir haben wahrscheinlich Hunger. Oh, wir sind fast tot. Da müssen wir gleich mal dringend was gegen tun. Ich habe leider noch keine Kleidungsreste gefunden. Das wäre nämlich wirklich ganz, ganz praktisch. Ja, und mit diesem Barbecue-Grill, so nenne ich ihn einfach mal, können wir dann auch mehrere Sachen gleichzeitig braten, kochen und ja, alles im Prinzip damit machen. So, hier noch ein paar Sticks jetzt nochmal. Das dürfte jetzt reichen, um zumindest die erste Foundation hier nochmal fertig zu bauen. Ist auch schon wieder dunkel langsam. Ich habe Angst, mich hinzulegen. Ich habe das Gefühl, dass ich dann sterben werde. So, Foundation. Die klatschen wir jetzt hier ran. So. Jetzt sehen wir haben hier halt eine freie Fläche. Und aus dieser freien Fläche, dort werden wir jetzt nämlich unser Lagerfeuer platzieren. So. Müssen wir nur mal gucken, wo wir uns das Holz hier holen. Erstmal werden wir noch ein bisschen was naschen. Ein bisschen Kokosnusssaft trinken. So. Schluck, schluck. So, und wie gesagt, bevor ihr überhaupt anfangt, so ein hohes Haus zu bauen, solltet ihr euch darum kümmern, dass ihr genügend Essen und Trinken habt. Das habe ich jetzt in den letzten paar Tagen ein wenig vernachlässigt. Ich war mit dem Bau dieses Riesenhauses hier beschäftigt. So, ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen überleben. Hier liegt noch ein Lashing rum. Können wir auch nochmal mitnehmen. Jetzt wird es dunkel und wir legen uns einfach mal schlafen, denn im Dunkeln zu spielen ist so ein bisschen doof. Und da seht ihr auch nicht so viel. Wir haben hier unser Bett drin reingebaut. Jetzt legen wir uns auch mal schlafen.
So, nächster Morgen. Wir haben immer noch Hunger, immer noch Durst. Und sind auch schon fast tot. Aber wir brauchen jetzt nochmal ein wenig Holz. Mehr und mehr Holz. Also Holz können wir nie genug haben. Wenn ihr also Holz irgendwo, also Sticks findet, dann nehmt sie bloß mit. Denn ansonsten habt ihr wirklich keine schöne Zeit. Ich könnte auch synchron im Hack-Tempo da sprechen. Moment. Da gab es doch irgendwie auch diesen Trick, ey. Gedrückt halten. Beim Schlagen ins Optionsmenü rein. Dann nochmal drücken. Aber entweder haben sie den Fehler behoben. Ah, jetzt geht's. Jetzt hacke ich wie ein Weltmeister. Mist. Jetzt ist unser Messer kaputt. Scheiße. Kaputt gehackt. Wir haben uns aber irgendwo noch eine Axt gecraftet. Oder? Haben wir uns eine Axt gecraftet? Wir haben uns einen Hammer gecraftet. Ich hätte irgendwo noch eine Axt rumliegen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Müssen wir mal so im Haus mal gucken. Ich habe auf jeden Fall irgendwo eine hingeschmissen, das weiß ich. Zu 100%, dass ich noch eine Axt hatte. Natürlich ein bisschen doof, wenn man so hoch baut und dann nicht mehr weiß, wo die, also in welchem Stockwerk quasi die Axt liegt. Das ist fatal. Jetzt muss hier unser sterbender Tom Hanks Verschnitt auch noch die Treppen hochlaufen. Der Arme. Tut mir ein bisschen leid, aber er hat es sich ja selbst ausgesucht. Ne? Er wollte ja so hoch bauen und ich habe dann gesagt, ja, dann machen wir das mal. So. Gucken wir doch einfach mal. Wie gesagt, wenn ihr auch irgendwas habt, was ihr gebaut haben wollt, das macht der Wetz das auch ganz gut eigentlich, finde ich. Dann schreibt es einfach unten in die Kommentare da unten rein, was ich denn noch so bauen soll auf der Insel. Könnt ihr euch quasi auch ein bisschen mit daran beteiligen. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, ja, bau mal ein 20 Stockwerke Haus, müsst ihr mal schauen, ob das dann alles so klappt. Ich könnte höchstens das Haus hier, oh, liegen noch ein paar Sticks, die nehme ich noch mit hier. Da liegt noch unsere Spear Gun. Die packen wir auch nochmal mit ein. Ah, ein bisschen Platz im Inventar haben wir noch. Sehr schön. Oh, liegt noch ein Lashing rum. Siehst du, was man hier alles im Haus alles so findet, ne? Muss man einfach nur mal ein bisschen schauen und gucken. Und schon ist da auch die Axt. Sehr schön. Nicht zu wechseln mit dem Deo, ne? So, und jetzt zeige ich euch auch nochmal einen Trick. Mal gucken, ob es klappt. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt mal vorsorglich gespeichert. Denn man muss ja nicht immer unbedingt ins Wasser reinspringen, sondern man kann nämlich auch am Gebäude entlang. Also quasi andere Richtung. Quasi da. Da kann man so ein bisschen runter gleiten. Ich habe zwar keinen Fallschirm, aber ich werde jetzt mal nicht ins Wasser springen. So. Deswegen habe ich auch gespeichert. Weil ich mir nicht sicher bin, ob es jetzt klappt. So, er fällt. Er fällt. Er fällt. Er fällt weiter. So, man kann sich nämlich immer schön mit der rechten Maustaste hier, mit der rechten Bewegungstaste hier festhalten. So. So, so, so. So. So, so. So. Mal gucken, wie viel Fallschaden wir jetzt gleich kriegen. Ho! Gestorben! Seht ihr? Das ist nämlich ein Trick, der nicht funktioniert. Eigentlich hat er mal funktioniert. Ich hätte gehofft, dass es jetzt gerade geht und klappt. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. So. Machen wir einfach mal Continue hier. Ja, hätte klappen können, ne? Schade. Obwohl wir eigentlich keinen Fallschaden litten oder hätten erleiden dürfen. So, wie gesagt, das Gebäude muss ich erstmal warm ruckeln hier. Ich glaube, wir haben nämlich die obere Grenze des Biotops schon mal so ein bisschen erreicht. So, jetzt laufen wir mal runter hier. Wie gesagt, das Ziel ist es, irgendwann mit diesem Gebäude auch nochmal die Flugzeuge, die da oben lang fliegen, einfach mal zu greifen, denen mal Hallo zu sagen und mal zu schauen, wie hoch die eigentlich fliegen. Das würde mich mal brennend interessieren, wie hoch die eigentlich sind, ob man die überhaupt sieht, wie sie aussehen und so. Das, da arbeiten wir darauf hin, dass wir die mal sehen können. Vielleicht nehmen die uns ja mit, direkt. Das wäre ja nochmal schön. So, wir sind gleich unten. Unsere Uhr piept schon wieder.
Wahrscheinlich schon wieder kurz vorm nahenden Exitus. Die ganzen Sticks hier nochmal hinschmeißen. Ein paar Lashings nochmal. Die Axt, wir haben sie wieder. So, und jetzt craften wir uns nämlich ein Campfire. Das ist nämlich auch nochmal wichtig. Für unseren Barbecue-Grill. Und packen das Campfire direkt hier so. Ja. Hier packen wir es mal hin. So, das ist der nächste Schritt zum Barbecue. Jetzt hacken wir mal weiter den Baum hier. Mal gucken. Das jetzt klappt hier. So. In die Option rein. Ah. Jetzt hackt er schon. So, sehr schön. Hat jetzt aber auch nicht viel gebracht. Schade. Der Baum war ja schon fast gefällt. So, jetzt hackt er mit doppelter Geschwindigkeit. Also einmal ins Optionsmenü rein und dann wieder raus und dann nochmal die linke Maustaste drücken. Damit könnt ihr dann schneller hacken quasi. Ist auch manchmal ein ganz guter Anfängertipp. Klappt allerdings auch nicht immer. Jetzt. Ja, einfach nochmal ganz schnell nochmal drücken. So, jetzt haben wir wieder 8 Sticks für die nächste Foundation quasi, die wir uns jetzt hier noch drüber bauen wollen. Schauen wir das Campfire erstmal entfachen. Wo ist jetzt denn? Da ist mein Feuerzeug. So. Oder mussten wir das? Nee. Wir bauen zuerst die Foundation. Die nächste. Da ist unser Hammer. Foundation. So. Und diese Foundation setzen wir jetzt quasi hier rein. Zumindest war das so der... Da. So. Jetzt. Seht ihr? So, und jetzt können wir das Feuer einfach entfachen. Cool. So, und jetzt Fischi, Fischi. Ja, brennt. So. Und gleich macht es zweimal Pling Pling. Ich mache den Sound hier ein bisschen lauter wieder. Moment, für euch. So. Ja. So, ungefähr wird das passen. Wir holen uns mal ein bisschen Wasser hier. So, Wasser einmal voll. Und ja, das Feuer brennt jetzt quasi unsere Fische warm. Und den Wassereimer auch, den wir jetzt schon wieder leer gemacht haben. Mist. Ja, fast leer gemacht haben. So. Jetzt haben wir ihn wieder voll gemacht hier. Muss ihn ganz vorsichtig aufstellen. Damit wir auch ein bisschen Wasser zu trinken haben. So. Habe ich die Schüler leer gemacht? Das gibt's doch nicht, ey. Nee. Der ist doch voll hier. Naja. Gucken wir mal, ob es klappt. In der Zwischenzeit, was ihr auch immer ganz gut machen könnt. Ach, wir wollten mal gucken, unsere Sea Trap. Unser Fish Trap, ob da schon mal Fische drin sind. Das wäre doch auch mal was. Das gucken wir doch mal jetzt hier. Jetzt frage ich mich nur, wo ich die gerade. Ich glaube, ich habe die hier irgendwo reingeschmissen. Hier war die doch irgendwo, oder? Wo ich das scheiß Ding denn hingeschmissen? Mist. Ich hätte nämlich schnell mal merken sollen, wo ich das hingeschmissen habe. Wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen, ein bisschen einfacher, um die wiederzufinden. Wo ich das scheiß Ding denn hingefeuert? Mal kurz wieder auftauchen, bisschen Luft. Da schwimmt ein Hai. Wo habe ich das Ding denn hingepfeffert, ey? Mist. Ich hätte es mir echt mal merken sollen. Irgendwann rochen hier. Will auch nicht sterben. Oh, oh, oh. Hi. Hallo. Charlie. Yay. Charlie ist wieder da. Aber wo ist jetzt unsere blöde Fischfalle hin? Ich hätte schwören können, dass wir die irgendwo hier um die Ecke irgendwo hingeworfen haben. Oh. Ey. Nein. Scheiße. Der Tiger hat uns wieder das Leben zur Hölle gemacht. Ich weiß auch schon ganz genau, wo wir anfangen. So, ja, wie gesagt, ich baue den Rest nochmal schnell wieder fertig. So wie es sein soll. Und dann sind wir sofort wieder da mit unserem wunderbaren Barbecue-Grill.